Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Empathy Path of Whispers, wo wir uns in den Minen unter Eagle View befinden. Ja, und hier hat sich eine religiöse Sekte geformt um einen sehr charismatischen Anführer, aber nichtsdestotrotz eben eine Sekte, die ein bisschen einen an der Klatsche haben, wenn wir es mal ganz ehrlich sagen wollen. You must come to listen, Vadim. Andre is wise. He teaches us. Ruslan, please. I don't know what that machine did to us, but what happened above... You always do this. The machine made us see. You just cannot bear to be wrong. Da war schon die Rede von ihm. Andre ist weise. Nein, Andre ist ein Fanatiker. Und er zieht euch in seinen Fanatismus mit rein und ihr lasst es auch noch geschehen. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier haben. Da dürfen wir wieder, ich habe eigentlich schon bei der Bank damit gerechnet, dass wir wieder etwas einstellen müssen, dürfen. Hier ist es jetzt tatsächlich der Fall, das müsste so stimmen. Jetzt müssen wir noch die Frequenz, das ist hier die richtige. More and more people are listening to William. Of course we were right in splitting from Eagle View. They were corrupt and hateful. Of course we're here for a reason. But William is extreme. So if we could strike a pleasant middle ground. Genau dieser Mittelweg ist das Problem. Fanatiker kennen keinen Mittelweg. Da gibt's eben nur schwarz oder weiß. Und da drüben müssen wir immer noch unsere Büsten einsetzen. Wir haben hier hinten noch was. Ich werde mal zuerst versuchen, ob ich das hier finden kann. Die Gänge machen mich jetzt schon wieder ein bisschen... Da hinten? Na gut, ich dachte, ich hätte da was gesehen. Aber wir gucken uns hier auf jeden Fall nochmal in den Räumen um. Es gibt ja auch immer die Möglichkeit, dass wir Dinge finden. Dinge finden, die gar nicht auf unserem Radar angezeigt werden, sondern die einfach nur so von Interesse sind. Hier ist die Maschine, die wir wieder zum Laufen bringen müssen. Aber noch nicht jetzt. Da kümmern wir uns erst später drum. Irgendwo, das hatten wir, glaube ich, schon. Und es kann natürlich mit allem, was wir aufdecken, sein, dass wir was Neues entdecken. Ich gehe jetzt einfach nochmal in die... Oh, da oben. Ist das das, was wir gesucht... Nein. Das ist jetzt so ein typisches Beispiel von... Oh, und hier auch? Ja, das sind jetzt so zwei typische Beispiele von nicht alles erscheint auf unserem Radar. Und man kann viel, viel mehr untersuchen. Dad's fighting days are long gone. His leg's been acting up again and I left him. He's alone up there. I was just so scared. I thought Farid could help me. I'm not even sure I could leave now. They're watching the stairs. Her father was wounded by shrapnel years ago, and she took it upon herself to help him live with dignity. Moved to Chernovsk to work for its financial administration so old Benny could receive the benefits. Never complained, even as they stumbled through a burning city. Und jetzt ist sie mehr oder weniger hier gefangen, weil die Leute, die einmal da oben vor Unterdrückung und Korruption flüchten wollten, wie wir eben ja gehört haben, wo nicht jeder aufgenommen wurde, weil jeder nützlich sein musste, weil die jetzt plötzlich auch hier unten, ja, die Leute scheinbar nicht mehr gehen lassen wollen, weil sie jetzt auch kontrollieren, wer kommt und wer geht. Look at me, still collecting names like someone's going to care. But there are names on this list. People who are as scared as I am, and maybe that does count for something. Farid hat an der Stelle schon auch, er weiß, beziehungsweise nicht auch, ich wollte gerade sagen, hat aufgegeben, aber ich glaube, er weiß einfach, dass er gegen Fanatismus nicht ankommen kann. Aber ich denke schon, jetzt gucke ich mich auch nochmal um, ob es hier noch irgendwas gibt, was wir übersehen haben. Ich denke schon, dass es einen Unterschied macht, wenn man weiß, man ist nicht alleine mit seiner Ansicht. Man ist nicht die einzige Person, die diese radikal... Da oben, da ist auch was. Ist das was, was... Ja, nein, das ist glaube ich nicht. Ich glaube, es macht wirklich einen Unterschied, wenn man weiß, man ist nicht als Einziger gegen diese radikalen, kranken, verdrehten Ansichten. I miss it. It was simple work. It was simple, because father kept the business running. We just swung the hammers. I miss father too. Sie vermissen einfache, vermutlich auch mal so einfach gesagt, ehrliche Arbeit.
Und das war definitiv nicht das hier. Aber wie gesagt, ich will jetzt einfach nochmal kurz durch die... Und ich habe schon die Orientierung verloren. Oh, wo komme ich her? Hier bin ich hergekommen. Dann bin ich erst hier drüben rein und dann hier. Dann gehen wir jetzt hier mal geradeaus weiter. Das haben wir schon untersuchen können. Das war der Brotleib, den Farid hingeschmissen bekommen hat. Und hier waren wir auch schon mit der roten Farbe. Das müsste die Stelle sein, wo wir überhaupt reingekommen sind. Und hier geradeaus durchgehen könnte ich jetzt auch nochmal. Hier ist noch was. Ist das was von unserer... Nein, auch das ist neu. Also, was heißt neu? Es ist halt nichts, was unser Radar uns vorgibt. We paint the walls. Yes. We leave our message everywhere for the people to see. They will come to us. They will know we are true. Do you see? Do you feel? No, I don't. I'm not sure where you think you're going with this, William, but I suggest you stop. Or the others might think you're just going crazy. You are... Don't you walk away from me! Wehe, du verlässt mich. Aber er benimmt sich verrückt. Ganz ehrlich, das ist verrückt, was die hier teilweise machen. Nee, hier sind wir, glaube ich, reingekommen. Oder zumindest... Moment, ich muss noch einmal kurz hier gucken. Hier ist auf jeden Fall nichts. Dann gehen wir also wieder rein. Ich bin mir halt nicht mehr sicher, in welchem der Räume wir waren. In welchen der Räume wir mussten. Da vorne. Das war sehr wahrscheinlich nicht der, in den wir... Moment. Hier. Das hier kann gar nicht so weit weg sein. Ich weiß nur nicht, wo das sein soll. Das ist furchtbar. Mit meinem Orientierungssinn. Das ist wirklich ganz furchtbar. Aber wir finden die Sachen und ich meine, immerhin haben wir jetzt auch schon einige interessante andere Artefakte aufspüren können. Die sind jetzt alle... Nein, warte, hier. Theoretisch hier dahinter. Ist das nicht hier irgendwo? Das ist... Ah, theoretisch noch einen Raum weiter. Mal gucken, ob das so geht. Dass wir einfach hochgucken und dann hier vielleicht um die Ecke. Theoretisch müsste es irgendwo jetzt hier kommen. Hier ganz in der Nähe sein. Und während wir suchen, halten wir einfach noch die Augen offen nach anderen. Ich guck mal hier rein. Die Tür ist offen. Auch hier war ich schon. Ich weiß gar nicht, bin ich hier gerade hergekommen? Ach, das ist ganz furchtbar. Orientierungssinn, nur hier sind wir noch nicht reingegangen. Da habe ich eben was gesehen gehabt. Da sind wir an der Tür vorbei. Das müsste eigentlich hier irgendwas sein. Jawohl, da liegt was, genau. Hier geht aber kein Weg. Doch, da ist eine Türe. Gucken wir uns auch gleich an. Was haben wir hier? Das sieht ein bisschen nach Schokolade oder sowas aus. Essen, vielleicht? Farid's come to meet with Artyom again. Had to get past some of William's idiots on the way. I'll go stand watch by the door. Didn't like the way they were looking at him. Anyway, you get some rest. Brought you a little to eat, too. Thank you, Vadim. Ich glaube, er meinte, wie die Wachen Farid angesehen haben, das gefiel ihm nicht. Wir könnten hier runtergehen. Machen wir auch gleich. Aber ich will mich hier erst nochmal ganz kurz umgucken, ob das noch auf dem... Wir haben jetzt drei. Das ist hier. Hinten irgendwo. Da dachte ich eigentlich, das wäre schon hier. Dann hier noch. Das ist, glaube ich, definitiv noch auf dieser Ebene. Und das hier, das letzte, das könnte irgendwo unten sein. Es wurde hier... Na, jetzt sind wir hier schon gewesen. Es wurde hier immer mehr wie in Eagle View. Also immer mehr Unterdrückung und alles. Und ich glaube, wir gehen doch mal hier nach unten. Also nach draußen und die Treppe runter. Leiter runter, meine ich. Das war nicht hier, das ist hier drüben. So, die Leiter nach unten. Dann gucken wir mal hier einfach. Da vorne ist was, was wir untersuchen können. Da können wir auch weiter nach unten. Erstmal würde ich gerne hier reinschauen. Da ist eine, die Eulenstatue, die wir, oder Statuette, die wir suchen. Die haben wir jetzt eingesammelt, sehr gut. In den Schrank können wir nicht gucken. Weiter ist hier auch nichts von Interesse. Das ist zu. Okay. Wir könnten hier die Treppe weiter runter. Ich gucke aber erstmal hier drüben das Essen an und ob es hier weitergeht. Nein. Es gibt hier nur das Essen, danach müssen wir die Treppe runter. Die Dinge haben sie ja geschnitzt und sich um den Hals gehängt. Als Zeichen ihrer, weiß nicht, ihrer Sekte.
müssen wir auch ein bisschen anpassen. Haben wir gleich, haben wir gleich, haben wir gleich. Jetzt, da muss noch die Höhe und da ist es. We need symbols if we're to be strong. And tenets. Humanity must be reminded of what it has lost. Rage and hatred, the great motivators. Our ancestors raged against the rules of nature and built a world from dirt. He escaped from his home at the age of 16 and stowed away on a ship. He spent all the years since searching, utterly convinced that the light of the divine is right around the next corner. He has cried out for God on crowded subway trains and brawled with the devil himself in seedy pubs. Das perfekte Opfer für solche religiösen Fanatiker. Jemand, der sein ganzes Leben lang nach Richtung gesucht hat, nach einer Bedeutung, nach etwas Höherem, nach dem er streben kann. Und der natürlich dankbar alles annimmt, was ihm dann so ein Spinner vor die Füße wirft. Hier drin geht es nicht weiter, nicht hoch, nicht runter. Wir haben hier... Ich habe schon gesehen, dass es auf der anderen Seite blinkt, aber ich gucke hier gerade noch. Das sieht aus wie ein Pinguinchen. Da unten ist Brot. Da ist eine Kiste und da vorne auch was. Ich gucke mir eben gerade. Es ist die Kiste, die wir suchen. Dann fange ich mal kurz mit dem hier einfach an. Dem... Was ist das? I've been selected to carry this week's gift to gentle Andre. I'm so nervous. What if I do something wrong? Oh, will he speak to me? Me alone? There are many groups that encourage their members to give up their material possessions. Of course, those possessions have to end up somewhere. Tja, und hier endeten sie bei Andre und dann wohl in diesem Raum. Dann bin ich gespannt, was wir hier in der Kiste finden. Da dürfen wir garantiert wieder was einstellen. Natürlich, ich sag ja, alles, was uns in der Geschichte weiterbringt, hat diese Einstellfunktion, dass wir irgendwas, dass wir diese Wellenlängen eintragen dürfen. Dann gucken wir doch mal. Da sind wir schon dran vorbei gewesen. Hier war es, richtige? Die Höhe. So. Sir Vincek's running boy keeps bringing us supplies, but now he's giving them directly to me and Andre. And in secret. They must have noticed the wind is turning, because he's told us to keep in mind that Petrashku's administration drove us down here. Petrashku's Laufbursche. Und wir haben immer noch eine Sache, die wir finden müssen. Bin ich gespannt, wie lange das dauert, bis ich das aufgespürt habe. Sie bekommen... Also bei Mila bin ich mir nicht ganz sicher, was ich von ihr halten soll. Sie ist mir ein kleines bisschen suspekt. Hier ging es nicht rein und nicht weiter, richtig? Jawohl, nee, hier ging es nicht rein. Also geht's die Treppe wieder hoch. Leiter meine ich natürlich. Also geht die Leiter wieder nach oben. Ich bin mir aber grundsätzlich bei vielen in diesem Spiel, also bei vielen der Namen, nicht sicher. Der einzige, bei dem ich bisher wirklich keine... nichts gefunden habe, wo ich mich wirklich daran stören könnte, das war eigentlich Farid. Denn Farid hat sich für gute Dinge eingesetzt. Ich frage mich, ob das hier sein könnte, irgendwo. Nee, das kann eigentlich nicht hier sein. Das muss irgendwie ein, zwei Räume weiter sein. Vielleicht auch draußen irgendwo. Denn Farid wollte das in Eagleview nicht. Er hat immer gesagt, dass er wollte die Leute ja nicht nach nützlich und nicht nützlich einteilen. Immer noch da drüben. Aber hier ist nichts. Wo finde ich das denn? Es ist manchmal ein bisschen schade, dass wir nicht... Es könnte natürlich sein, dass wir irgendwo in einen der Räume müssen und dann nach draußen. Oder das ist doch... Nee, hier kann es aber nicht sein. Das kann nicht hier irgendwo sein. Da ist nichts weiter. Es kann sein, dass wir in einen der Räume müssen und dann doch nochmal hoch oder runter... Jetzt müsste ich gerade mal suchen, wo das denn war, wo wir rausgekommen sind. Ich gehe mal hier hin. In der Hoffnung, dass ich hier nicht gerade hergekommen bin. Da war das mit der Kirche. War ich hier jetzt? War das der Raum, in dem ich eben drin war? Ja, das war das mit der Schokolade, wo wir letztlich hier die Leiter benutzt haben. Aber es gab noch zwei andere Räume. Ich muss sie nur wieder finden. Es ist furchtbar, aber ich muss sie wieder finden. Da ging es nicht rein. Ich und mein nicht vorhandener Orientierungssinn. Ihr glaubt gar nicht, wie verloren ich hier
Aber das muss irgendwo weiter da sein. Mir würde eigentlich wirklich nur einfallen, dass wir hier reingehen könnten. Ich gehe mal eben schnell die kleinen Statuen einsetzen in unserer improvisierten Kirche. Denn vielleicht erschließt sich mir dann noch was anderes. Und vielleicht finden wir dann über den Weg auch diesen letzten Punkt. Ich glaube, ohne den kommen wir sowieso nicht weiter. So, hier gehört die Eule rein. Hier, tapp. Es ist die Eulenstatuette. Hier kommt der Falke rein, wenn ich das richtig einschätze. Und hier der Adler. Und dann bekommen wir etwas für die Maschine, würde ich sagen. So, ja, müssen wir noch ein bisschen an der Wellenlänge so schieben. Und da ist es schon. Ah, die Höhe stimmt noch nicht ganz, aber jetzt. We use the machine. What's that, babe? The machine. Everyone's wondering about it. William has them half convinced that it's some kind of god machine. We can use that. Put on a show. All right. Everyone gather out. We've all been curious about this machine, and now it's time we found out. We will offer this holy symbol to it. André, come forth and lead us. Wir müssen da jetzt also dieses Ding einsetzen, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber gut. Also für die Maschine dürfte es eigentlich überhaupt keinen Unterschied machen. Denn das ist ja nur ein Stück Holz. Und die Maschine ist definitiv kein... Happy? No, I don't know. I feel free. Oh, those poor bastards. They couldn't have known how it worked. A moment's whim, all it was. These machines change people. They're what set Chernosk on fire. But it didn't start with them. No. We have to get back to that big red button. Wir müssen zum großen roten Knopf zurück. Den wir ganz am Anfang hatten. Und jetzt sehen wir hier schon, es gibt wieder ganz, ganz viele Punkte, die wir untersuchen können. Ich hoffe immer noch, dass ich den einen finde, den ich jetzt die ganze Zeit gesucht habe. Und wir müssen definitiv wieder nach oben. Heilige. Okay, wir suchen aber noch ein bisschen den einen. Irgendwo muss es ja noch zwei Aufgänge geben. Hier war auch nichts mehr, oder? Das ist ein Raum nebendran vermutlich. Das muss irgendwo oben sein. Das könnte das sein, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Oje, oje. Es geht also wieder ein bisschen der Suche los. Aber es war diese Maschine, die sie verändert hat. Die Maschine, sie spürte Zorn, sie fühlte sich glücklich, sie fühlte sich frei. Eigentlich sollte man... Jetzt können wir das hier untersuchen. Das ist aber nicht das, was wir eben hatten. Also was wir die ganze Zeit schon noch vermisst haben. Das ist wieder was anderes. Aber gut, nehmen wir... Die Bürste, also den Pinsel meine ich. Nicht Bürste, Pinsel. Und natürlich wieder einstellen, wie immer. Mal schauen. Das müsste so sein. Und jetzt noch die Höhe. We are rising in rage now, that we may ascend into heaven. Come, brothers and sisters, for heaven is a place on earth, and we shall build it with our own hands. Compassion is a serpent we must slay. Was? Nein. There were several religious communities in Chernosk. Some of them predicted the end of the world, often pinpointing some specific date and time so they could clear their schedules for it. When it finally began with their families and friends, they didn't know what to do. Barmherzigkeit ist gut. Das ist wichtig. Da oben ist was. Wie kann man nur... Also, ganz ehrlich. Man kann ja von Sekten halten, was man will. Ich bin nicht grundsätzlich gegen jede Sekte. Wenn eine Sekte dafür sorgt, dass Menschen Hoffnung haben und dass sie sich besser fühlen, dann soll das so sein, dann ist es okay. Aber wer so eine Grütze von sich gibt... Also, ganz ehrlich. Das geht ja wohl gar nicht. Und das kann auch zu nichts Gutem führen, wenn man mich fragt. Ich meine... Barmherzigkeit ist wichtig. Menschen, sogar schon die Menschen im Mittelalter wussten, dass Hilfe... What are you doing, babe?
I'm putting gold epaulets on your coat, like a Navy officer's. Everyone's in love with you. But if we're going to keep it that way, you need to look the part. Ich liebe dich, aber wenn das so bleiben soll, dann musst du dich deiner Rolle anpassen. Ja, genau so funktioniert Liebe nämlich. Oh Mann. Wir sind alle ein bisschen kaputt. Und die Mila war mir auch schon mal sympathischer, muss ich sagen. Warte, ich guck mal eben, ob wir hier draußen irgendwo hoch können. Nein, hier drüben vielleicht. Auch nicht. Aber wir sind jetzt in der Nähe von dem anderen. Ich weiß nur nicht, ob wir nicht auf der Ebene noch irgendwas haben. Das ist hier drüben irgendwo. Das ist oben. Auch irgendwo auf der Ebene vermutlich. Oh je. Ich glaube, wir müssten hier wirklich nochmal alles abtingeln, damit wir die Sachen finden. Ich weiß nur nicht. Ich muss mal ein bisschen so rumlaufen, so das könnte hier irgendwo sein. Genau, hier haben wir einen Brief. Da haben wir einfach auch schon was gefunden. Das war das, wo wir auf den Regalen Dinge hatten. Ich frage mich gerade, ob man die jetzt auch noch untersuchen könnte. Ich nehme an, ja. Und natürlich wieder ein bisschen einstellen. Nein, es war schon zu weit. So stimmt's. Und jetzt noch... Nein, noch nicht ganz. Jetzt die Höhe. Und es stimmt noch nicht ganz von der Wellenlänge. So, jetzt haben wir's. This document, the things that Gerasimov, Dr. Gerasimov told me. I can't process it. It sounds unbelievable, but I think it's true. And if it is, then we have to go. Lara will come with us, I'm sure. Perhaps Vadim as well. Top secret. Ich glaube, ich kann das nicht... Nein, ich kann das nicht lesen, was da noch steht. Aber ich schätze, er hat erfahren, dass diese Maschine dafür zuständig war, dafür verantwortlich ist, dass die Leute sich so verändert haben. Das ist oben. Ich gucke gerade nochmal, wo wir... Das ist irgendwo vor uns und das ist... Die müssen irgendwie noch auf dieser Ebene sein. Irgendwo. Die Frage ist nur, wo, wenn ich es vorher schon die ganze Zeit nicht gefunden habe. Vielleicht ist es auch... Nee, die Tür ist es nicht. Ist es hier drin noch irgendwas? Nein, das ist oben, oben, oben. Hier ist gar nichts davon. Hier ist nur jetzt diese inzwischen laufende Maschine. Also es tut mir wie immer leid, dass ich so einen furchtbaren Orientierungssinn habe, aber diese... Die Gänge sind nicht so furchtbar wie alles, was wir draußen hatten. Also diese ganzen Häuser, wo ich einfach teilweise den Durchblick verloren habe. Hier sind unsere hübschen Statuetten. Die finde ich eigentlich ganz hübsch, so. Ich frage mich, was es damit auf sich hat. Also wir haben Eagle View. Aber so... Ah, guckt mal an, da ist noch was. Und es ist nichts, was leuchtet. Sehr schön. Ich freue mich immer, wenn wir extra Sachen finden. Okay, es ist doch was Wichtiges. Ich nehme es zurück. Ich freue mich natürlich auch, wenn wir sowas finden. Keine Frage, ist alles toll. So, das müsste diese Frequenz sein. Die müssen wir nur sehr, sehr extrem anpassen. Worshipping the machine makes sense. Sure. Ugh, the way it felt. That rush. I could never have imagined such a thing. I don't know if we can risk it again with what happened, but I would like to. Was würde sie gerne tun und wieso sollte es irgendeinen Sinn ergeben, wenn man eine Maschine anbetet? Ich meine, wenn man jetzt ein bisschen böse argumentiert, oh, das war tatsächlich was, was wir gesucht haben, wenn man ganz böse argumentiert und das ist, oh, ganz weit oben, es fehlt immer noch dieses eine Ding. Wenn man ganz, ganz böse argumentiert, könnte man sagen, sehr, sehr viele Menschen beten Maschinen an. Sehr, sehr viele Menschen beten das Fernsehen zum Beispiel an. Da waren wir jetzt schon. Das ist furchtbar. Ich brauche eine Karte. Ich brauche eine Karte von dem Gebiet, bitte. Sonst verlaufe ich mich mal. Hier sind wir entlang. Dann gehen wir hier nach vorne. Dann gucken wir erstmal, wir müssen hier hin. Ich gehe erstmal hier entlang. Vielleicht sind wir da noch nicht gewesen nochmal. Da sind wir nach oben gegangen. Ah, nee, hier sind wir nicht nach oben gegangen. Hier kann man aber nach oben gehen. Dann gucken wir nochmal hier, ob wir nicht...
da irgendwo... Ob wir nicht hier irgendwo... Wieso komme ich denn hier nicht rein? Wieso? Warum? Ich finde es übrigens ganz wunderschön, diese... diese Bauten im Stein. Ich finde die ganz, ganz toll. Wieso komme ich hier nicht rein? Ich will hier aber rein. Ich habe das Gefühl, ich muss hier rein. Ich gehe mal hier eine Leiter runter. Vielleicht ist das mein Problem, dass wir eigentlich tatsächlich diese Leiter nochmal nach unten müssen. Und selbst wenn wir nicht müssen, besteht natürlich die Chance, dass wir etwas finden, was wir noch untersuchen können. Und das wäre ja auch nicht schlecht. Hier sind wir runtergekommen. Hier könnten wir nochmal nach oben mit dem... Da hatten sie diese Zettel geschrieben, die sie dann in Eagle View verteilt haben. Daran erinnere ich mich. Hier sind wir runtergekommen. Und dann könnten wir hier nochmal nach oben. Da müssten wir hier eigentlich um die Ecke rum noch sicher eine Türe haben. Hier können wir rein. Da ist nichts. Letztlich müssen wir ja nach oben. Dahin. Und das andere ist... Ja, wo ist denn das? Es könnte theoretisch auch hier irgendwo auf der Ebene sein. Und er sagte ja, wir müssen zurück. Also komme, was wolle, wir müssen den Weg zurückgehen. Ich hoffe nur... Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn? Nee, hier will ich nicht entlang. Ich glaube, das war der erste Weg, den wir von oben, vom Eingang aus sozusagen gegangen sind. Und da möchte ich eigentlich jetzt noch gar nicht wieder hin. Auch wenn es hieß, wir müssen zurück, ich möchte erst diese Sachen finden. Ich will ein möglichst komplettes Bild der Geschichte haben und es ist mir bewusst, ich übersehe bestimmt hier und da Dinge. Aber wenn ich mir so sicher bin, dass es jetzt noch nicht alles gewesen sein kann, dann müssen wir das jetzt ja nicht... Oh, Manu. Wir haben das hier. Das ist auf jeden Fall oben. Und wir haben dieses andere Ding, was aber auch oben sein könnte. Okay, ich gehe mal diesen Weg doch entlang. Auch wenn ich nicht glaube, dass das eine Popelchen, das wir da sehen, tatsächlich hier oben ist. Also das, was jetzt hier da drüben ist. War es schon nach der richtigen... Ich bin mir so unsicher. Ich bin mir so... Warte mal, hier... Nein, nicht hier. Aber es könnte wirklich diese Ebene sein. Von der Ebene her, von der Höhe her, sieht es richtig aus. Ich fürchte nur, wir sind in einem komplett falschen Eck. Hier sind wir definitiv runtergekommen. Und jetzt ist es auch wieder weiter unten. Ich muss einfach nochmal zurückgehen, das tut mir leid. Wenn ich es jetzt nicht finde, wenn wir jetzt nicht gleich auf dem richtigen Weg sind... Dann werde ich ein bisschen suchen, bis ich es finde, denn dass wir wieder nach oben müssen, wissen wir ja. Aber ich will einfach nicht gehen, ohne diesen Punkt gefunden zu haben, ohne dieses Ding, diese Erinnerung. Ich möchte es nicht. Sie wird aus. Ich kann damit leben, wenn ich Sachen übersehe und nicht finde, die uns gar nicht erst angezeigt werden. Das kann nämlich manchmal ziemlich schwierig sein, die Dinger zu finden. Aber ich fühle mich äußerst unwohl dabei, wenn ich mir vorstelle, dass ich Sachen übersehe, die uns sogar angezeigt werden. Das finde ich einfach nicht so gut. So, gehen wir hier wieder hoch. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert, wenn ich danach suche. Das weiß ich wirklich einfach nicht. Das war die Tür, die nicht aufging. Es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt irgendwo liegt, wo wir nicht mehr hinkommen, aber... Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das ist das nach oben und das ist hier rüber. Da drüben irgendwo. Aber da ist ja nichts. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es doch irgendwas ist, was mit diesem Weg hier zu tun hat. Weil es einfach in dieser Ecke irgendwo ist. Jetzt gucken wir uns hier einfach nochmal um. Es wäre ja gelacht, wenn wir es nicht finden. Wir können das. Wir schaffen das. Und dann werden wir nach und nach ganz langsam... Ach, guckt mal, da liegt ja auch noch was. Dann hat sich's schon ein bisschen gelohnt. Ach, da schau an. Das war also eins davon. Das ist eine Kette, wie es aussieht. Gut, dass wir hier runter sind und nicht wieder ganz nach oben. Haben wir Glück gehabt. So. Das ist die Frequenz. Die Höhe muss noch. Da haben wir es schon. Her name was Riho. At least that's the name inscribed on the back. Artyom said she disappeared during the pogrom.
Now Farid wants me to show it to the others, to make them realize that people have been hurt. I think they realize that already. Ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde, dass sie das realisieren. Oder vielleicht tun sie es, aber möchten es sich noch nicht eingestehen, dass es wirklich so schlimm ist. So, wir haben noch diesen einen Punkt. Und das kann jetzt tatsächlich sein, dass das wieder oben ist. Dem jagen wir, glaube ich, schon die ganze Zeit hinterher. Ich glaube, das ist dieser eine Punkt. Das ist furchtbar. Wenn man weiß, irgendwo ist noch was, aber du einfach nicht weißt, wo genau. Das kann jetzt aber gut sein, dass wir jetzt tatsächlich nach draußen müssen. Das könnte tatsächlich so sein, dass wir jetzt raus müssen aus diesem Ding. Denn letztlich hat er ja gesagt, wir müssen zurück zum roten Knopf. Und das ist definitiv oben. Der rote Knopf. Das ist ganz, ganz am Anfang gewesen. Das ist nicht hier, das ist die Maschine. Ich hoffe ganz ehrlich, dass Farid sich durchsetzt. Jetzt muss ich wieder den Ausgang suchen. Furchtbar. Ich gucke mich aber hier nochmal um. Nicht, dass wir wieder irgendwas übersehen haben, was wir zusätzlich untersuchen könnten. Ich hoffe so, dass Farid sich durchsetzt. Denn für mich macht es gerade den Eindruck, als wäre er der Einzige, der noch vernünftig ist. Da kann ich mich natürlich auch granatenmäßig täuschen und er ist genauso durch wie der Rest. Aber für mich sieht es so aus, als wäre Farid derjenige. Ja, du musst dich kleiden, damit ich dich noch weiter liebe. Kleide ich dich an der Position entsprechend. Für mich macht es wirklich den Eindruck, als wäre Farid der Einzige, der nicht komplett den Verstand verloren hat. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber genau so sieht es für mich aus. Es kann gut sein, dass wir hier runtergekommen sind, ja. Dass es jetzt hier gleich ist. Und es ist... Hier auf jeden Fall ist dieses Ding, was wir untersuchen müssen. Hier ganz in der Nähe. Da oben muss es sein. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir gucken es uns noch an. Oder machen es nächstes Mal. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was es ist. Der Rucksack. Ich würde sagen, den schauen wir uns nächstes Mal an, denn ich bin mir fast sicher, danach wechseln wir wieder den Standort. Und das muss ja nicht. Ich will unten nochmal schnell was gucken. Ich hatte das Gefühl, dass ich da nochmal was gesehen hatte. Hatte ich hier noch was an der Seite irgendwo? Ah nee, das war nur die Farbe. Nein, der hat einfach nur so geblinkt. Na gut. Dann werden wir uns nächstes Mal da oben den Rucksack angucken und sagen Bye-bye zu den hübschen Minen hier. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet bei Empathy Path of Whispers, wenn wir uns, glaube ich, langsam aber sicher dem Finale nähern. Und vielleicht endlich erfahren, was genau vorgefallen ist. Wir wissen, Maschinen haben den... Also diese komischen Maschinen, die wir schon die ganze Zeit reparieren eigentlich, haben Auswirkungen auf die Menschen gehabt. Es gab ein Pogrom. Es wurden Menschen natürlich verletzt, wie immer bei sowas. Es ist ganz, ganz furchtbar. Ich frage mich, wer dafür gesorgt hat, dass es so ist und warum... Und wie man so viele verwirrte Menschen auf einen Haufen bringen kann, dass sich tatsächlich Sekten bilden können. Naja, wir werden hoffentlich bald mehr erfahren und endlich die Auflösung bekommen. Macht euch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich eben bis zum nächsten Mal bei Empathy Path of Whispers. Bis dahin. Bye, bye.